Los geht's. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier in Ellerbach bei Real Farming. Ja, der Herr Liebknecht wird jetzt vom RTH abgeholt. Wer nicht weiß, was ein RTH ist, ist ein Rettungshubschrauber. Ja. Hofft man, dass man besser geht. Ja, wir haben hier, der Leitner ist mit dem TLF schon wieder zur Feuerwehr, hat dann sein Abschleppequipment geholt und hat er schon aufgeladen. Und wir kümmern uns jetzt noch um das ausgelaufene Öl. Und dann auch um meinen Johnny. Ja, und dann auch um Johnny. Ja, und ich fahre den Scheiß gleich jetzt fort. Ja. Mir geht's aber langsam schon wieder besser. Ja, das ist gut. Zum Herren. Oder schön zum Herren. Oh, bam! Ich würde nicht in die Öllage reinfahren. Das wäre fast geschehen. Was machst du? Fast wäre ich dagegen gekommen. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Was denn? Ich glaube, da hat der Kopfschmerzen. Ich setz jetzt einfach zurück. Ja, fahr uns aber nicht zusammen. Nein, mach ich nicht, dann aber. Zum Baum. Dann lehren wir jetzt mal die Ölpfützen absichern. Ich hab ja nur einen Blinker drinnen, aber ein leuchtendes Lock noch. Oh, ich stell mal das Haar auf kurz um, okay? Ja. Leitner, du fährst ja jetzt hier ernsthaft rückwärts zum Händler. Na, bis zum nächsten Weg. Weil ich konnte hier mit dem Dreieck sein nirgendwo einschwenken. Außer einer am Weg. Ich glaube, ihr fahrt rückwärts bis zum Händler, das ist sicher. Zu Trondal ist er. Ich muss an die Schubladen drauf, ja? An welche? Ja. Einsbindemittel. Notfallsalver oben ist A und so. Not 6. Bindemittel versteuern. Johannes, du kannst dann gleich mal Ölbindemittel fangen, noch einen weiteren Sack. Ja, hier ist mir sauber. Geh zur Seite nicht über, ne. So. Ja. Schmeiß ihn nur an. Denkst du, brauchst noch einen oder? Nein, die sollte reichen. Aber tun wir dann gleich wieder mal einen unten rein. Ja, den werft ihr dann auch noch gleich hier. Ja, so. So, fang! So. Wieder hier stellen. Besen, Besen, Besen. Doch mit der Scheiße. Ein Wunder, dass ich noch so gut arbeiten kann. Ja. Das ist echt ein Wunder. Machen wir mir in die Besen. Ich denke mal, es macht noch Schock. Wir lassen auf dem Dach in der Schachtel. Naja, ist nix. Da ist Bindemittel. Auf dem Dach? Besen auf dem Halef, ja. Ja. Im echt kein... Auf dem Dach? Auf Halef, eins aus Ende, ihr hört hier, Lauf. Was? Ja. Das fort. Was du das Halef zog? Ja, aber willst du mir, ist egal. Ja. Ich würde das nicht erwarten. Ja, dann fahre ich schnell mal zurück. Oh, das gibt's doch nicht, dass da echt kein Besen drin ist. Ich glaube, ich hab da was vergessen, halt zu stoppen. Wie schaut's denn aus auf dem Dach? Na. Was wird das jetzt? Ein Nö. Nein, was das jetzt wird. Benden. Ja, forst mal am besten du mir an, ja, nein, dann läuft. Wer fährt hier mit Blaulichten, wer nicht? Ja, du hast mir aber gesehen und hast ja deswegen auch gewartet, oder nicht? Ah, hab ich nicht. So, das sah so aus, als hättest du dich vorbeigelassen. Aber ich hab gedacht, du magst danach zumachen. So, ich stehe hier recht gefährlich. Ja, ja, du stehst mir auch recht blöd. Ich würde vielleicht auch gerne hier durch, Philipp. Ja. Weil ich würde schnell das TLF holen. Weil ich dachte. Wir laden Bulldog Lodi selber auf. Ja, okay. Schlüssel steckt nur. Ja, magst du. Naja, komm, das ist scheißegal, wenn wir in Einfahrt bin ich nicht schuld. Da vorne stehen. Da vorne stehen eigentlich blitzleicht. Na ja, gut, jetzt nehme ich. Frontlader. Geht noch ganz, ganz langsam.
Jawohl. Nee, Frontlage, gut, da ist nicht, mit dem ist nichts passiert. Nein, nein, Hydraulik, die Kurve gewonnen ist. Oh yes, ist Gott, lenkt der sich nicht. Der lenkt sich gar nicht gut. Da musst du ja voll einschlagen, dass der ein bisschen lenkt. Ja, ja, Achschon. Ja, Achschon. Also wir haben kurz Glück haben, dass nur der Ölschlauch an der Achse platzt ist oder gerissen oder was weiß ich, Kurve sei das abskrumm ist. So doch die Versicherung zahlen. Die war nicht schuld. Auf gar keinen Fall. Da war der Lift nicht schuld. Ja, und nee, der vielleicht im Frontlader. Lass das Ding um. Hydraulik entlasten. Hydraulik entlasten. Scheiß auf die scheiß Hydraulik, das geht sich nicht aus mit den Rampen. Das Schöne ist, da ist immer noch ein Einsatz, weil es kann ich mit Sonder- und Wegerechte fahren. Bisschen durchgefallen. Erstlip da. Magst du mir schon mal so eine zweite Gummimatten holen? Das ist die Scheiße, wenn man mit so wenig Personal ausrücken muss. Ja. Was ist daran schlecht? Dass einer der Verletzten auch noch mithelfen muss. Ja, das stimmt. Ja, du legst mal gerade hier, genau. Und dann guck mal, ob man sie aufs Dach kriegen. Guckst du mal, ob die Gummimatten vielleicht aufs Dach kriegst. Meinst du, es wird was? Die von dem Motor habe ich jetzt aufs Dach zählen. Dann legen sie. Ja, warte an. Mal. Achtung, nehmen wir Platzen weg. Was soll wir das Ding? Ah doch, das geht's ja aus mit dem Rampen, lass das Ding unten. Das gescheiter. Und wir haben jetzt auch kein Besen drauf. Zirk einen aufs Dach, zirk mal einen aufs Dach. Ich hab grad das gesehen. Oh ne. Na ja, doch, mach's aufs Dach. Man, da kein Besen drauf ist. Ihr seid so ein paar blinde Vögel. Jetzt guckt's mal, was ich vorne an meinem Ohrhänger hängen hab. Ja, denkst du, wir nutzen was, was nicht von der Feuerwehr ist? Ne. Nein? Nein? Das war's, nein. An meinem LKW hängt der Schaufel und ein Besen, die kann man hernehmen. Leon, du hast was tendenziell Wichtiges vergessen. Ich muss danach mal auf der Dirk gucken. Ihr kennt mal. An meinem Hänger hängt der Schaufel ein Besen vorn dran, könnt ihr nehmen. So, Besen. Achtung. So, einmal zusammenkehren. Spritverbrauch ist immer schön. Bringst du mal bitte die Schaufel. Einen Moment, ich will mal. Ah, warte, was, ich bin schon da. Ich hab was gefunden. Am Dach? Hm? Was hab ich gesagt? Hast du irgendwie einen Eimer da? Noch mal kurz aufs Dach. Hier sind diese komischen Auffangschalen. Ja. Da hast du. Ja. Ja. So. Voll. Hä? Beide. Ja, die waren nicht voll, die waren halb voll. Ja. Ja, das sieht Schlachtfeld schon wieder gut aus. Welche Form war es eigentlich nochmal? Ja, der da. Müssen wir den feilen? Weil ja, das hier voll kann. Naja. Schaut schon ziemlich verletzt aus. Ja, wenn ja, dann haut's den um, dann kann ich klar auf meinen LKW drauflegen. Ja, cool, Kettensack. Im Feuerwehrauto wird wohl ein dabei sein. Auf dem TLF ist die Chance noch geringer, dass so eine Kat oder Fichtenmoped ist. Ja, hier in der Box. Passt. Dann hau ich den Baumklar auf meinen LKW drauf. Na, sehe ich fix. Wohin nicht?
Winnet. Was Winnet? Kettensäge, Kettenstumpf. Probierst, das muss gehen. Ketten ist stumpf. Was möchtest du schneiden? Ja, das fahr du nach Haus. Dann mit der Lauf. Ja. Soll ich die mitnehmen zum Hof, oder? War das nicht. Könntest du dann auch noch gleich meinen LKW mit drin? Oder was? Das ich muss dann Johannes machen. Ja, der soll dann oben warten. Ah ne, Johannes, du musst mir erstmal zum Feuerwehrhaus, ich hab mich gerade umgezogen. Leitner hat sich ja vorhin schon umgezogen, sein Werkstattzeugs-Dings da, oder was ist da ist? Hm? Du hast dich ja vorhin schon umgezogen, dein Werkstattzeugs-Dings da. Wie, mein Werkstattzeugs da? Ja, ja, deine Arbeitskleidung vom Abschleppdienst. Ja, ich hab sowieso, eine Warnhosen. Na gut, Warnhosen hab ich jetzt halt auch. Ja, du hast jetzt gegeben, Büro. Warnjacken habe ich schon ganz selten, der Ernten habe ich immer Warnjacken. Nein, die Hosen. Die habe ich vorher gerade angezogen. Ja, meine ja. Obwohl es eigentlich nicht einmal Pflicht ist. Aber mein anderer war exakt. Habe ich doch die Zickzack gezogen. Ich lasse die jetzt auch, weil meine anderen Hosen, die sind erwaschen. Die habe ich angezogen. Hab ich geschwind mal eingeschmissen, ja. Die ist eigentlich die andere Haus. Da ist mir vorher ein bisschen Diesel drüber gelaufen. Ich denke, die ist auch. Das war sehr. Ich zieh mir jetzt mal kurz. Kann man da vorne jetzt einigermaßen wieder fahren? Nicht nur einigermaßen, du kannst wieder fahren. Dann hebst du mal die Vollsperrung bitte auf. Was? Hebst du mal bitte wieder die Vollsperrung auf. Leitner, was raschelt bei dir da gerade so um? Nix. Doch, irgendwas raschelt da dermaßen. Ja, nein, muss ich schauen nur kurz mal, ob man hier jetzt so. Es kann nicht auch gehen. Was? Besen, pipapo. Haben wir jetzt nicht am Telefon, am Dach gehört? Ja, ja, aber trotzdem, vielleicht haben wir hier auch noch. Na, ja, gut. Aber wir haben rechts von der Kosten der Fichtenmoped. Mhm. Ach du! Alles gut, treffe ich nicht. Ja. Ja, soll ich dir einen kleinen Hof an? War das nicht. Ja, aber. Ja? Du! Ich dachte gerade, der Ecke da ab. Der LKW hat aber schon ab und zu Startprobleme, Leitner, oder? Welcher? Deiner. Deiner. Halt mal, halt. Ich würde mich ausschließen, sonst kannst du mich da ausschmeißen. Wo ausschmeißen? Wo bist denn du jetzt gerade? Feuerwehrhaus, ich wollte gerade Leon holen. Ja, was? Ich schmeiß mich kurz hinten aufs Bett, da kannst du mich an der Kreuzung ausschmeißen. Was halt andersrum. Naja, oder am Schluss halt. Das ist da so. Ja, komm, ich geh kurz mit. Ja, komm. Ich leg mir jetzt hinten aufs Bett, ist mir jetzt scheißegal. Es gibt's auch selten, dass ich immer im eigenen LKW auf dem Beifahrersitz hock. Du liegst, du sitzt nicht immer im Beifahrersitz. Ja, oder dass jemand anders fährt. Aber den lass bitte ganz. Er hat den ja nicht mehr kaputt gemacht. Und Leon, weißt du, was Dritte ist? Versicherung. Ja, bei dir vorne liegt der Kettensäck. Hä? Jetzt weiß ich aber, wo mein Kettensäck noch ist. Wie liegt bei dir vorne zwischen der Fiers? Müsst ihr legen, oder? Ja? Wieso? Jetzt weiß ich aber neues. Ja, weil ich mit dem letztens was gemacht habe. Da hab ich sie oben im Wald vergessen, da war ich gerade in der Nähe, hab sie dann eingeschmissen. Jetzt weiß ich aber, wo die hier ist. Dann kann man den. Dann kann der Johannes den Baum fällen. Und können ihn. Ha? Den wollten wir uns einfach im Hinterkopf, das machen wir mal anders. Merci dir. Ja, gut. Also dann. Bis später. Gute Besserung. Danke. Ja. So, jetzt. Fashion.
schaffe. Ja. Alter. Ich wollte gerade ausschalten, sehe rechts, links, Scharnierbaum. Ja. Haben wir doch da gleich noch am Arsch gekriegt, was weiß ich. Ja. Zum Platten kann man doch kommen sein. Ja. Wurscht. Oh, wie lang läuft dann dein GoPro schon? Wieso? Was? Wir sollten. Wie viel? Eine Stunde, oder? Hä? Zivik! Ganz vergessen, was hier steht. Wie viele Minuten? Nein, du hast doch irgendwann nochmal eine kurze Pause drin. Na. Da ist nochmal ein Blinker einfach drin und Warnleuchten. Dann halt jetzt nur vorstellen. Oh. Ja, von der Kurve weg. Der Wind vorne magst. Ja, ich möchte nur in der Ecke gestartet werden. Hast du Mondblinker nicht gemacht? Ja, ja. Gut. Ah. Läuft schon gut, oder? Der Drescher. Ja, das schon. Halt, fast hätten wir was vergessen. Kommt gut, der Trag runter. Ja, 520 Liter bis jetzt. Boah, ja. Du hast der Vorgewind, oder? Ja. Oh, dies ist wieder was. Ist so halt wieder was. Ja. War das ja jetzt der Tag? Ja. Beim Franz die Rüben, dann da schon die Sache mit dem Polizisten. Dann waren wir da fertig. Wir wollten bei dir dreschen fahren. Ganz spontan aufkommen, gehen wir dreschen gemütlich. Ja, dann hat uns da der Polizist wieder über unserem Keks gegangen. War selber schuld, dass er aufgehört hat. Wir haben uns nur nicht hinterher gefahren. Dann möchte ich mir anfangen zum Dreschen und dann baut der Kelle ja einen Unfall. Sag ja, wäre uns nur nicht hinterher gefahren. Ja, hätte umgedreht. Wäre nichts passiert. Aber mein, was passiert ist, passiert. Sie kann es im Arsch. Also, ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zum Retten. Das Ding ist ein total schon. Ja. Das kannst du wissen. Der Frontal zuerst gegen einen Reifen, der hat vielleicht nur ein bisschen nachgegeben. Wie hat er das dann gegen den Baum geschafft? Hat es ja, so keine Ahnung. Ach, ich glaube, der war noch auf dem Gaspedal, ja. Und ich glaube, der Leon, der war, hat schon keinen Gang mehr drin gehabt. Meinst? Glaube ich nicht. Wieso? Ja, ansonsten war der auch nicht so nicht zurückgeflogen. Glaub mal, jetzt in 6M bin ich schon gefahren, der hat schon ein Kampfgewicht. Ja. Aber. Ja. War schon ein sauberer Einschlag. Der Eischlag hat schon gesessen. Ja, das schon. Aber jetzt noch entspannt ein bisschen dreschen. Gibt eh nichts Schönes. Ja. Wieso hast du das Fell eigentlich noch nicht droschen? Hä? Hast du das Fell vergessen zu dreschen, oder? Ja, ist bisher noch der andere einfach. Ach so. Ja, von dem, wo ich es pochtet habe, der hat das ziemlich spät angesagt.
Na okay, und dann war ja jetzt alle letzten Tage noch Ring. Ja. Ja. Kann sein. Wärst schon müde? Ach ja. Okay. Leon, die Pause gönn ich dir. Ja. Wie sagt der Schwaben da jetzt eigentlich dazu? Ist das jetzt vorgewähnt oder was soll man? Was du jetzt ist schon hast. Einmal rundherum. Ja. Ist er vorgewähnt. Und okay. Oben, unten oder rechts und links. Also das, was du beim Zackern danach machst, wenn du fertig zackert hast. Rettlichen. Das ist vorgewendet und das, wenn du fertig bist beim Zackern und dann noch machst. Das ist ein Orban. Johannes. Ja, bei uns ist es halt alles vorgewendet. Wir unterscheiden da nicht. Ja doch, wenn es so. Welch weiß. Alter. Hat der Franz schon was drungen? Danke und ja. Gleichfalls. Also, ich kenne eigentlich Hintersee, aber. Ja. Ja. Doch, das musst du aufpassen. Wenn du mir sagst, dresch mal vorgewenden, machst du erst, dresch erst vorgewenden um und unten. Oder wenn man zu einem Gehör gehst, dann sagst du dresch auch vorgewenden. Ja, in Bayern, oder da dreschen sie ja einmal als Nummer. Mach. Hä? In Bayern dreschen sie da einmal als Nummer. Ja. Ja, aber immer aus dem Raum ist er vorgewende. Oben unten, meine ich. Oh. Das ist auch eine. Ja, in Bayern ist es auch vorgewähnt. Wenn du zu einem Shop sagst, dresch mir erst eine Auwande. Oder eine vorgewähnte. Dann dresch er dir auch vorgewähnt. Wenn du ihm sagst, zack, er mir ein vorgewähnt. Da guckt er dich komisch auf. Das heißt, wenn du sagst, ja, pflücken wir nur schnell das vorgewähnt fertig. Wenn du jetzt sagst, pflücken und du schnell vorgewendet fertig. Guck dir die komisch an. Da kann es passieren, der fährt ja immer im Viereck, obwohl er da schon eigentlich gezackert hat. Okay. Ja, aber mit dem Freund, ich würde sagen, wir dreschen jetzt hier fertig. Habt noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und falls ihr nichts verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Ich bin damit raus. Bedanke mich fürs Zusehen und sag ciao. Ich lache, wenn die Folge morgens kommt. Servus.